Also, weiter geht es. Genau. Was muss ich machen? Brücke juckt, umgebarabla. Hier zu Dingsbums. Gebiet. Da. Die Grabräuber könnten unvorsichtig werden. Hätte ich ja auch schon die ganze Zeit so lassen können. Oh, gut. Hey, die Tiere. Gleich mal töten. Krass, wie nutzlos der Standardangriff ist. Das ist echt so. Wo bin ich? Ach so, an das Gebiet. Das ist bestimmt schwächer. Ja, ich bin ja 100. Als anders lese. Wäre. Hallo, hallo. Oh, ich muss. Du bist ein Elite. Also, naja, Elite nicht gerade. Ist hier irgendwas? Als Erkunden lädt das hier echt nicht so richtig ein. Das nutzt, wollte ich doch gar nicht. Ah, das ist lustig. Ich will immer töten. Vielversprechend aus. Das sieht nach Loot aus. Das sieht nach dem Sterben aus. Das ist nicht der. Ernsthaft. Ein langweiliger Heiltrank. Scheiße. Das hat es ja so gar nicht gelohnt. Ich meine. Was wird man sagen, wenn wenigstens Blut gekriegt. Aber selbst das nicht so richtig. Hallo, ich hatte mal einen kleinen Ausflug gemacht. Mich umschauen. Ich freue mich. Hey. So unspektakulär gemacht. Aber ja, ein Collectible. Zumindest. Oh. So, ein Samen wieder. Du siehst doch schon mal. Oh, wow. Okay, also da. Gut. Willst du ja, sagen, die Grabräuber suchen einen Teil der Tafel in der Kathedrale von Prideholm? Gut. Also, was haben wir hier? Schönes Nichts. Hier meine das. Hier meine Hose. Nichts. Hose mit nichts. Zwei Erfahrungspunkte. Das ist so wenig. Aber egal. Das Metzeln macht Spaß. Es hat sich selten so ein Spiel so befriedigend angefühlt. Sich nicht zu schnitzen. Ah, schön. Du kriegst den. Ich rieche Honig. Woher kommt der Duft bloß?
Ich weiß nicht. Okay. Ja. Honig. Ich kriege gut. Honig. Hose. Ja, Honig. Honig. Gut. Bitte, Honig. So, jetzt hin. Da. Handwerksfähigkeiten gelernt. Darauf warte ich. Da. Ja, nicht gesehen, da ich gesagt habe, hier ist. Was bist du? Trank. Ihr nutzlosen Träger! Die Ruinen im Kolchwald sind voller Giftklauen, Grabräuber. Das ist doch schön. So, dich nehme ich nicht. Ich bitte dich auf. Hochstufen schon? Nee, wahrscheinlich nicht. Schwierig. Der Windschnitt, den könnte ich auf jeden Fall mal. So, das war der, genau. Moment, da muss man ausprobieren, wie kurz das war. Das war der, okay.
Nee, das ist der Windschnitt. Der und dann Windschnitt. Nochmal. Dich. Nett. Geschwindigkeit, Crit-Wahrscheinlichkeit. Ich gehe auf Crit. Und dich. Ja, dich. Gut, dann haben wir das schon mal so. Hier ist ja jetzt nichts Besonderes. Dann du. Hier geht's im Wahnsinn. Ja, okay. Jo. Mach ich mal. Sammle ich mal rum hier. Ist sowieso alles auf dem Weg. Da lang. Schon tot, okay. Stufe 11. Auch gut. Das soll ich machen. Sammeln. So, du Vogelbrot. Oder auch nicht so richtig. Ah ja, okay. Wieder hier mal ein Pseudo-Dungeon. Die zerstörten Ruinen. Schau dich an, indem ich auf dich drauf zeige. So, so. Ah, sieh einer an. Scheint, als hätten wir Konkurrenz. Du gehst nirgendwo hin.
habe ich auch nicht vor. Schnappt sie euch, Jungs! Ich habe gar nicht vorgehabt zu fliehen. Meinst du ihn? Die Räuber sind hinter dem Tafelstück her? Was wollen sie damit? Ach, scheint ein beliebtes Stück Stein zu sein. Ihr seid zu spät. Ich hab's dem Boss schon gegeben. Ihr kriegt es niemals von unserem Dämon. Ist ein der bescheuert? Das hatte ich befürchtet. Der Fluch ist viel zu mächtig für einen Menschen. Los, wir müssen herausfinden, für wen diese Räuber arbeiten. Suchen wir nach dem Wächter der Kolchruin. Vielleicht erfahren wir dort unser nächstes Ziel. Also, der Bandit will ja verhindern, dass wir das Ding kriegen, beziehungsweise wird er selbst behalten für seinen Boss. Und er verrät uns einfach mal, wo das Ding liegt, bei seinem Boss. Wir wissen natürlich jetzt nicht, wo der Boss ist. Aber allein schon der Hinweis, dass es bei seinem Boss liegt, ja, das ist ja mal wieder... Und hat auch noch verraten, dass der Boss auch mit dem ist. Strunzdämlich. Dafür müsst ihr erstmal sterben. So dumm seid ihr Bandit nicht mal. Oh, was habe ich jetzt hier? Besiegt die Giftklauen. Ah, auch. Nee, das ist echt nicht. Doch, das sollte. Oder sind noch welche? Da! Schön. Festsporen? Okay, nehmen wir mal. Noch mehr Festsporen. Ich trage die Pest in die Nähe. Dieses Gewitter. So. Da. Ja. Ihr nutzlosen Träger. Halt deine Klappe. Die Giftklauen Grabräuber haben ihr Versteck an einem abgelegenen Ort am Pfad. Ja. Ich erteile deftige Lektion. Hier eine Hose. Eine gute Hose. Hose sieht aus wie die andere. Was jetzt auch nicht schlimm ist. Was haben wir denn hier? Cool. Sehr schön. Kann ich eigentlich was ist das hier? Donald Trump X. Heißt der X2? Ach nee, nee. Achso, nee, die Anzahl, okay, das war das. Nee, genau, was ich. Bismold Oppich,
die Tastenbelegung ändern kann. Wie Fähigkeiten das. Ach nee, Moment, das. Ich nicht, hier kann ich dann das nicht dahin packen. Schade. Das Aufleitung und was da. Ach, schade. Egal. Wo ist. Ach da. Da. Dann gehen wir mit ein. Hau dir mal volles Fuß aufs Maul. Oh, das wollte ich jetzt nicht. So. Das. Das. Habe ich was gekriegt? Hier. Hut. Das zerstört. Du bist. Ups. Wo seid ihr? Hühnchen! Hier stirbt das Vögelchen. Hallo? Stirb. Ah, okay. Dungeon. Und dann? Let's fetz. Ist das nicht? Achso, ah, hier. Ah, cool. Okay. Matchstufe nicht verfügbar. Ah, okay. Ist nicht verfügbar. Bin ich bei 1 bis 4. Ach, weißt du was? Ich geh einfach mal rein. Was für 1 bis 4 Personen ist, dann sollte man es ja auch alleine schaffen können. Und zumindest bei manchen Online-Spielen ist es wirklich auch so, dass man einige Dungeons solo schafft. Und gar nicht so viel braucht. Hose, ich habe eine Hose. Das Teil, das klingt irgendwie seltsam. Geh ins Untergeschoss. Andere Worten, geh in die Richtung, die du noch gehen kannst. Klettern, klettern. So. Dann schon stirbt hier. Okay.
Das Game macht sich jetzt ins Geräusch ab. Ach, da, Decke. Gut. Danke. Hier ist nichts. Doch. Nö, da ist nichts. Silber. Da ist hin. Boss. Oh, was haben wir hier? Erstmal kurz so weit. Gras. Schön. Ich hoffe, du hast gute Neuigkeiten für mich, dir zuliebe. Ja, das Tafelstück. Hier. Das ist also der Schlüssel, um das Geheimnis der Arche freizulegen. Der Rest ist in dieser Kathedrale. Vielleicht ist es an der Zeit für meine eigene Pilgerreise. Ja, vielleicht ist es Zeit für eine eigene Pilgerreise. Vielleicht ist es auch Zeit, dich zu sterben. Oh, voll reingerast, genau. Ups. Hallo? Ups, das war nicht so toll. Nicht so toll. Ah, okay. Taube ist schön. Okay, das hält ich aus, das hält ich aus. Das hält ich. Ah, so nicht aus, wie ich da so reinrenne. Bis gleich in Hilfe. Heutzutage gibt es so viele Tafeljäger. Du bist zu spät. Die Dämonen haben bereits zugegriffen. Jo. Wenn der Dämon das Tafelstück hat, ist Pride Home in Gefahr. Wir müssen schnell zurück. Jo, gut. Schätze, Gold. Oh. So. Schön. Krass, krass. Oh, das hat was gebracht. Geil. So, was haben... Achso, okay. Interessant. Oh, was haben wir denn hier? Seelenverschlinger. Was macht das? Mal gucken. Ah, okay, Moment.
Jetzt muss ich mal warten, bis es wieder aufgeladen ist. Aber das sah ganz nett aus. Was sich gut kombinieren lässt. Der ist sogar besser als Klingentanz. Die Aufladung ist wahrscheinlich, glaube ich, schneller. Also bei Klingtanz wird er, glaube ich, hochgeschleudert. Das müsste ja auch so vielleicht gut kombinieren. Also erstmal machen wir hier so. Und machen wir so, das kann man ja richtig schön machen. Okay, ich habe Fähigkeitspunkte. Ich nehme mal. Chaos. Gut, ich werde jetzt hier nicht aus dem Dungeon rausgeschmissen, wie es aussieht. Gut. Diese Fähigkeit richtig zu lieben. Mach mal dich hier eins. Genau. Kann ich nicht hier mehr. Was ist jetzt? Doppelklingenangriff wird die Schwächung gewährt und der Schaden erhöht. Rechten Schaden reicht, ist das gut. Mach ich. Ach, ich. So. Nee, doch, ja. So ist das hier. Dann kann ich das nicht machen. Hier ist das. Na gut, dann lassen wir es mal. Erstmal kann ich hier nicht. Doch, das kann ich machen. Schadenserhöhung. Rette das Dorf vor den Dämonen. Stimmt es. Also wenn das schon so ein Hintergrundbild ist, dann wird es brennen. Tut es sogar schon. Schön. Hallo, ich bin wieder da. Übrigens, ihr müsst aufpassen, die Dämonen wollt angreifen. Wollte ich nur Bescheid sagen. Ich weiß nicht, ob ihr es schon wusstet, aber könnt euch ja doch vorbereiten. Falls ihr wollt. Ihr uns glaubt. Boah. Natürlich ist es euch überlassen. Da kann ich so jetzt nicht mal hin. So nicht. Hallo. Bam. Hallo! Ups, das war jetzt falsch. Oder die Tasten werden halt schwieriger. Ist das ja gefangen oder bin ich da versteckt? Danke! Danke! Okay, ich bin nicht sicher. Dämon. Die Dämonen haben angegriffen! Greifen.
auch noch an. Irgendwie. Ja, ich glaube, die kommen irgendwie da durch. Jetzt nicht mehr. So, Schnitzel. Schnitzel. Dämonen! Hm. Wo ist der? Dahin. Da kann ich nicht lang. Trink mal was hier. Schluck, Alter. So, ich hab doch hier irgendwo einen Boss gesehen. Für meine Zeit. Okay, wahrscheinlich. Achso. Wahrscheinlich. Achso, doch, wo war der? Das war. Taste. Was? Bin ich nur betrunken? Genau. Ach nee. Na gut. Ich wusste, du würdest kommen. Ja, ich komme immer. Während da gerade die Dämonenhäuser durch die Tür kamen, seid einfach bei der Hostel. Hallo. Taste. Was braucht ihr mal? Ja, das ist. So. So, dann dich. Genau. Die Dämonen haben angegriffen! Oh, ach so. Gut, dass du es sagst. Ich bin echt nicht drauf gekommen. Vielleicht die Dämonen haben angegriffen. Die Dämonen in der Kathedrale. Schnell! Dass du da drin nicht überlebt hast. Vater Warut! Noch weg hier. So, Elite Dämonen, Legionär, wo bist du? Wahrscheinlich bei der Kathedrale. So. Da drüben, okay. Ja, du siehst schon danach aus. Tatsächlich.
Ich hau jetzt so voll. Ich hab nicht mal was gedroppt. Das nichts. So, dann da lang. Was steht doch auf der Tafel? Ich frage nicht nochmal. Ich habe einem Dämon nichts zu sagen. Geh doch einfach zur Tafel hin. Du wirst mir viel erzählen, alter Mann. Sieh her. Varuth! Mehr Opfer. Endlich ein Priester mit Kampfgeist. Ich bin dran. Für das, was du ihnen angetan hast, wirst du bezahlen! Super Saiyajin! Bist ein Delay? Interessant. Leider muss ich jetzt gehen. Aber keine Sorge, wir sehen uns wieder. Selbst die Bösewichte sind dämlich. Er hätte doch garantiert mit seiner Kraft oder mit seinen Dämonen die Tafel mitnehmen können. Amen! Du hast diese Macht erneut eingesetzt. Ich weiß, ich hatte keine Wahl. Je öfter du sie einsetzt, desto mehr wirst du von der Dunkelheit verzehrt werden. Ich werde es nicht wieder tun. Ja. Lass es mich erklären. Ich bin ein Delay. Ein Produkt von Mensch und Dämon. Doch die Tafel ist gerade viel wichtiger. Sie ist sicher, so auch ihre Geheimnisse. Dank euch. Diese Tafel, nun vervollständigt, beschreibt den geheimen Standort der sagenhaften Arche von König Luterra. Seit dem Mond. Er hätte die Tafel einfach mitnehmen können. Oder wir müssen Abschrift davon machen oder. Ja. Er kann auch einfach in seiner getarnten menschlichen Gestalt dahin gehen. Vor den Dingen beten, weil es machen ja anscheinend viele. Ist auch eine öffentliche Kirche. Und er kann einfach dann das abschreiben. Und wenn er die Sprache nicht kann, dann lernt er die irgendwo. Er findet irgendwo jemanden, der es kann. Bleib ein paar Tage im Dorf. Ich werde dir mitteilen, was ich aus der Tafel erfahren habe, wenn die Lage hier stabiler ist. Ja, also wenn du mehrere Tage brauchst, um so ein bisschen da zu lesen, dann frage ich mich, ob ich überhaupt mir sicher sein kann, ob du verstehst, was da steht. Du musst dich eben aus und welche Wunden. Das habe ich gar nicht. Gut, ja. Was hast du denn getan? Nein. Oh, ich bin. Ach so. Gut zu wissen. Ja, ist ein Kratzer. Du hast doch nicht mehr was abgekriegt. Ja, ruhig mal aus.
Guten Morgen. Na, gut geschlafen? Nicht du. Du wirst in der Kathedrale erwartet. Von Pater Varud persönlich. Und das kannst du alles merken? Nicht schlecht. Du machst Fortschritte. So, ups, ah, shit. Falsch. Was? Oh, was ist das denn hier? Ratgeber-Quest, dieser. Begleiter. Ich will Begleiter. Ich sammle alle Begleiter. Begleitermann, komm und schnapp sie dir. Noch. Jetzt kann ich da hoch. Noch eine Runde. Davon werde ich nicht betrunken. Ich geh mal dahin. Mhm. Spricht mit. Nee? Blaubeere? Die Reparaturen sind fast abgeschlossen. Achso. Ach ja. Ich muss ja bis gucken, dass das Spiel bekommt. Ein bisschen. Was ist schon ein Name? Okay, ja. Was ist schon ein Name? Es gibt meinen Namen. Ja, schön. Kann sein. Zauberer Sternbrunnen, Zauberer Sternbrunnen, bla bla bla. Name ist eine Legende, mein Name ist eine Legende, also echten Namen zu erfahren, ich heiße nämlich Kenner. Das ist mir sowas von scheißegal, wie der heißt. Oh mein Gott, ich hab die Stadt gerade, ich darf ihren Namen erfahren. Ja. Schön. Oh mein Gott, ich bin seit der. Da werden wir den Neria sprechen, aber sie heißt der Kenner. Ich soll jetzt niemandem sagen, das bleibt unser persönliches Geheimnis. Also, ich behaupte einfach mal, dass halt weltweit so locker 1 Million Spieler das Spiel spielen oder gespielt haben. Und du mindestens diesen 1 Million Spielern schon das verraten hast. Also das sieht man mir nicht. Jo, gut. Was habe ich denn jetzt hier? Nichts, okay. Das ist irgendwas anderes. Ich sehe nicht, ich sehe nicht, ich sammle nicht. Ja. Was haben wir hier? Ich habe schon auf dich gewartet. Schön. Eine Quest halten. Was ist das der Schlimmste? Ein Geschenk geben. Ah, okay. Cool. Nur was. Macht. Was bringt einen das dann? Egal, erstmal. Die Reparaturen sind eine Runde. Was ist mit Beziehung? Was steht da? Hm? Kaputt, okay. Oh, gut, nehmen wir mal, danke. Was war das? Charisma. Halt jetzt. Ah, cool. Das ist natürlich schön. Nicht schlecht. Okay. Cool. Schön. Erstmal wenden, wenden. Achso, bin ich interessant. Davon werde ich nicht betrunken. Jupp, will ich.
Die Reparaturen sind fast abgeschlossen. Du kannst einen erfolgen. Ah, okay, einer. So, jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet. Moment. Beziehungskram. Da, Beziehungskram. Was will die für Geschenke haben? Geschenke. Hier. Alt als. Ach ja. Ah, sehr edler Blumenstrauß. Ja, den Blumenstrauß kriegst du. Einen sehr edlen Blumenstrauß. Da. Transparente Perle gibt es nicht. Oh, ist nur so viel Moment. Kann ich vielleicht sogar die seltenen Sachen dann. Die Reparaturen sind fast abgeschlossen. Da, Essenz des Jahrtausend-Lotus. Ja, das geht. Nee, geht nicht. Okay. Was ist das denn hier? Okay, dann machen wir mal hier erst einmal das. Ich habe einen Blumenstrauß für dich. Schön, oder? Könnte ich theoretisch noch einen Blumenstrauß geben? Ja. Ach, tägliches Limit. 99, okay. Dann machen wir mal den ganzen Blumenstrauß auf. Hier kriegst ganz viele Blumensträuße. Kochen. Ah, guck mal. Okay. So. Und das? Alles dreht sich. Ja. Und, das hier. So, alle benutzen. Gut. Sprich mit Blaubeere. Wo ist die Reparaturen Blaubeere? Sind fast abgeschlossen. Ah, erstmal hier. Abholen, jopp. Geld abholen, ist mal gut. So. Blaubeere. Wo ist Blaubeere? Und? Ich soll mit einer Beere sprechen. Das hier ist das. Das ist das. Ach, da. Okay. Was ist angezeigt? Achso, hab ich nicht erkannt. Blueberry! Hallo! Gib mir dein Kaninchen! So, gesäuft's? Nö. Also, typisch, ich werde dir helfen. Ich weiß gar nicht. Ja, ja, müsst ihr ansehen. So. What the? Ich. Ja, okay. Gut, wir haben eine Halbschwester, okay, ich habe schon. Was ist das? Ja, sprich mit Rotbeere! Am Anguemosberg wütet wohl eine Ecke. Was jetzt? Interessant. So. Niedlicher Dings. Hey, Rotbeere!
Amishi ist schon da. Hast du mich bemerkt? Mit dem Krug, ja. Natürlich wäre geholfen, das wäre ich nicht hier. Das ist. Ja, ja. So, wieder mit dem Maß alleine. Begleiter. Ich habe gehört. Genau. Spielen, wo ist mein Begleiterverwalter? So, ich spreche mal mit dem Begleiterverwalter. Und verwalte. Am Anguemosberg wütet wohl eine Epidemie. Ich kann nicht glauben, dass die Dämonen hier sind. So, hallo. Ja. Gut. Job. Johannes im Lost Ark Laden über eure Wimbledon. Nutzt einmal Begleiter. Gut. Ja. Fehl. Da. Ganz klassisch. So ein Geschenk. Danke. Ein Begleiter. Jo, möchte ich hinzufügen. Alt. P. Hey, Häschen. Okay, Funktion. Genau. Fernspeicher. Okay, cool. Oh, verbessert Gerät. Und TP, geil. Schön. Achso, nee, das ist. Das will ich jetzt nicht. Nee. Schön. White Bunny. Ich benennen wir noch, dann später ein bisschen was eingefallen ist. Gut, dann haben wir den Begleiter schon mal. Und. Okay. Achso. Ach, unverkäuflich auch noch. Ernsthaft? Okay, dann zerlegen wir das Ding einfach mal. Zerstören. Zerstören. Gut. Einsam ist er jetzt hier. So, das haben wir schon. Und dann. Okay. Achso, ach ja, Beschwörung, das habe ich halt schon. Der ist ein Werbegleiter. Ja. Geh zurück zu Blaubeere. Ich kann nicht glauben, dass die Dämonen hier sind. Am Anguemosberg wütet wohl eine Epidemie. So. Ja. Ich kann es ja zeigen. Eh keine Chance. Hey, brauchst du vielleicht Hilfe? Schon gehört? Am Anguemosberg sind Dämonen aufgetaucht. Los, Buddy! Tu es! Gut. Jupp, dann kauf dir mal ein. Ich muss nicht betreffen. Am Anguemosberg wütet wohl eine. Ich kann nicht glauben, dass die Dämonen hier sind. Mögen das ist doch so ein kleines Dorf, da muss doch von Zeit an schon was gekriegt haben.
Gleitereffekte, genau, das haben wir jetzt schon gesehen. Einfach die Belohnung. Danke. Gold. Das ist aber eben eine andere Währung. Zerstören. Zerstören. So. Und? Gibt es Neuigkeiten? Okay, triff dich mit Porter. Hey, klar. Schon Dank, gehört? Dass du unser Dorf am Anguemosberg sind Dämonen aufgetaucht. Mal sehen. Achso, reparieren. So. Was hat man jetzt? Ich glaube schon. Achso, Team Cheese. Was für ein da? Vererbte Werte. Dämonen. Ah, das gibt hier. Ah, so. Bonus. Zähmerin. Sehen, ob wir ein nützliches Achso, ach, das ist der Anforderung später. Das bringt ja Stärke. Erbte Plünderin. Ist ja lustig. Dass man das da so schön mischen kann. Und wie gefällt es dir in Prideholm? Schönes Wetter. Zum Glück waren die Reparaturen schneller fertig als gedacht. Sowohl Mühsal als auch Freude sind Teil von Gottes Willen. So, was haben wir hier? Hier steht, um die Arche von König Lutera zu finden, braucht man das Siegel des Schwertes und des Adlers. Das Siegel des Schwertes befindet sich unter der Salzwüste von Judia, im Königreich von Morai. Aber um nach Judia zu gelangen, muss man die schroffen Berge von Ankumo überqueren. Ich werde für eure sichere Überfahrt auf dieser beschwerlichen Reise beten. Möge Regulus, der Herrscher aller Götter, über euch wachen. Über euch auch, Pater Varuth. Und möge die Putzkraft, die für diesen spiegelnden Boden zuständig ist, bei mir putzen. Oh, Krisenblock. Da, da, da. Karten. Kannst du einen Kartenkatalog, da, da, da. Ja. Achso, wahrscheinlich müsst ihr erstmal hier benutzen. Verwenden. Verwenden. Alt C. Okay, was haben wir hier? Hier sind doch die ganzen Sachen. Krass. Was ist das hier? Yes.
So. Systeme. Auf verschiedene Wege erhältliche Karten können genutzt werden, um über das Kartensystem Sets zusammenzustellen und so nützliche strategische Effekte für deine Abenteuer zu erzeugen. Ja, das will ich ja gerne. Jedes Kartenset verfügt über unterschiedliche Effekte. Du kannst also Kartendecks für die verschiedensten Situationen und Charaktere zusammenstellen. Wechsle dein Kartendeck einfach, wenn dir das als angebracht erscheint. Set-Effekte werden aktiviert, wenn mindestens zwei Gegenstände desselben Sets ausgerüstet sind. Außerdem wird das Set mächtiger, wenn auch eine bestimmte Anzahl erweckter Karten ausgerüstet wird. Das hat mir jetzt nichts gebracht, weil ich hier das da nicht sehe. Dann... seltsam. Nun gut, okay. Wenn Judia dein Ziel ist, wird es eine lange Reise über die Grenzen. Okay, ich hab jetzt da... Sowohl Mühsal als auch Freude sind Teil von Gottes Schein. Zwei Karten. Zum Glück waren die Reparaturen schneller, als die Dämonen hier sind. Aber gleichzeitig auch nicht. Hey, schon gehört? Am Anguemosberg sind Dämonen. Nö, ich hab's nicht gehört. Anguemosberg wütet wohl. Hey, schon gehört. Hier gibt's. Quest. Kommt genau zur richtigen Zeit. Ja. Achso, ich bin Jumba am Beißen. Was geschah dann? Ja, das. Ja, beides stimmte nicht. Ich bin. Ah, gut. So. Akarist mal ich gekriegt. Also, das war ja weg. Und. Sammelstücke. Dann. Egal, so. Oh, so, ach ja, da geht's lang. Gut, hin. Mögen die Götter euch alle sehen. Nee, doch nicht. Sowohl sag mal, wo kommst du denn her? Pass auf die Grabräuber auf. Was ist das hier? Wahrscheinlich, welche ich nach welche Region habe und wie ich. Es gibt immer mehr von diesen Giftklauen-Räumern. So, dahin geht dann. Oh, ich mich mal dahin. Wo bist du denn? Ihr nutzlosen Trepp! Du musst die Abenteurerin sein, von sobald du den zerklüfteten Anguemusberg hinter dir gelassen hast, erreichst du die beiden offenen Salzebenen. Level mit Level A. Oh, das klingt schon mal gut. Also, fürs nächste Level. Heute sterben wir nach unten. Mhm. Gut.
So, ich mach mal. Dich kann ich ja nicht höher stufen. Dann mache ich mal. Schön was cool. Dich kann ich jetzt nicht höher machen. Ah, okay, gut. So, wo muss ich jetzt hin? Da hoch. Das muss ja. Nee, okay, gut. Mal hier hoch. Ups. Scheiße. Achso, der Hase kann auch die Sachen sammeln. Das brauche ich nicht. Das. Was ist das hier? Bewegungstempo erhöhen. Ach, das geht damit immer wieder nicht. So, gut. Achso, ich habe nur zwei da. Nee, dann nicht. Sieht doch schon mal nett aus. So ein bisschen. Es tut ja weh. Oh. Welch schreckliche Pest. Ich weiß, wie euch fühlt. Sei vorsichtig. Also eigentlich nicht, aber. Gehe zur Priesterin Garoa für eine sichere Reise. Ich habe Pestsporen in meiner Tasche. Das ist, glaube ich, gar nicht so cool. Quest. Ich sehe mehr Mooswölfe als üblich. Oh mein Gott, das ist so schlimm. Die ganzen die Pestsporen. Achso. Was soll ich machen? Beseitige die Trümmerstücke. Aufheben und. Achso, hier hin. Okay. Nee, echt? Das war schon. Du bist doch aus Prideholm, nicht wahr? Du bist die Abenteurerin, von der Pater Amel gesprochen hat. Kann sein, ja. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wer ich bin. So, was zum Glück. Ja, das war doch schön.
So. Dann mal hier lang. Statt, mach. Sitz. Platz. Oh. Den Patienten nicht etwas zu nah? Ja. Dort, wo die Patienten sind. Oh, Skelette. Zombies. Das wird ja vielleicht schön. So mag ich das. Das sind wahrscheinlich mal wieder keine normale Pest, sondern die infiziert von einem Fluch und deswegen werden alle zu Untoten. Alle sind ratlos und ganz mies drauf. Also ich kenne die Story noch gar nicht, aber das Spiel bedient ja so einige Klischees. Und deswegen wirst du dich nicht wundern. Das ist der Pl- oh, das ist in der Platz. So, ist auch mal weg hier. Dass mein Hase nicht kämpfen kann. So wie dann so wie der Hund wie ein Fallout. Ist es zu gefährlich? Wir benötigen mehr Talismane. So. Du hast Mutpunkte von allen erhalten. Ja, das
bringt wahrscheinlich irgendwas. Das ist doch gut. Was? Achso. Das ist gut. Oh, hallo. Shelka, genau. Eindeutig. Wenn ich überhaupt wüsste, was es ist. Aber ist egal, er ist tot. Und wie es aussah, ist es nochmal tot. Stammhügel wäre besser. Oh, wie schrecklich. Das geht mir schon besser. Ich glaube, dann, Pater, mir geht es. Es ist weitaus schlimmer, als ich gedacht habe. Ja. Die Quellen in diesem Gebiet sind kontaminiert. Genau. So, hier. Ach so, okay. Das muss ich sogar sammeln. Shaker töten und Spinnen töten. Mach ich. Shaker, Spinnen. Vor allem so, hier kann man es erläutern. So einfach ist es. Hätte ihr bestimmt das auch schon noch getroffen. Aber Position ist wahrscheinlich das da reinschmeißen. So, das. So, ich hab schon wieder alle. Oh, da ist er wieder. Und da ist er wieder weg. Ach nee, das war. Das war gleich. Da ist er weg. Bringt das eigentlich Stein davor, sie mit den Steinen? Mhm. Ach, kann gegen. Cool. Ziemlich schön. Selbst Stammhügel wäre besser. Warum? Es geht mir schon besser. Ich glaube, Vater, mir geht es da wir die Ausbreitung der Pest verhindert haben, sollte es hier sicher sein. Wie? Das war. Das war der Grund für die Ausbreitung der Pest. Wasser woanders ein paar Meter weiter hinkippen. Und das habt ihr nicht hingekriegt. Ah. Ja, schrecklich, genau. Boah. Ey. Kann man das die Dämonen einfallen? Boah, ist halt so. Ich hab gar nichts gefunden. Echt so doof zum Kacken.
solche gottigen Quests habe ich doch nirgends mal erlebt. Ich erwarte hier keine perfekten Quests. So ein bisschen. Ich meine, es ist doch nicht schwer. Zum Beispiel da den Ort schon ein bisschen weiter zu verlegen. Oder von mir aus ist da eine. Keine Ahnung. Stinkender Sumpf ist, der leichten Giftschaden verursacht. Oder ein stärkerer Gegner dort patrouilliert. Und einfach ein Grund, warum die Soldaten dort anderem sich die paar Winter nicht bewegen hätten können. Oder sich nicht dahin getraut haben. Ich meine, sie sind da stationiert, kämpfen da schon die ganze Zeit wahrscheinlich gegen die Viecher. Nicht nur die. Von so entfernt, da hätten die es teilweise hinschmeißen können. Und es ist ja jetzt nicht so, dass sie mit dem heiligen Wasser hätten sparen müssen. Echt. Grauenhaft.